geehrte Damen und Herren, schön, dass Sie gekommen sind, weil Sie sich wahrscheinlich gefragt haben, was sucht Falk Kiefer im Hirn? Das ist eine gute Frage. Nein, Sie haben natürlich gewusst, dass es ums Thema Sucht geht. Und Sucht hat tatsächlich etymologisch nichts mit Suchen zu tun, sondern kommt von Siechen. Und das wird einem auch klar, wenn man sich Suchtpatienten vor Augen führt, zumindest die, die wir als solche relativ leicht erkennen. In unserem Alltag sind natürlich Alkohol- und Tabakabhängigkeit am weitesten verbreitet als Suchterkrankung. Aber natürlich die illegalen Drogen sind die, die in der Gesellschaft, wenn konsumiert wird, am meisten ins Auge fallen. In Deutschland haben wir ungefähr 1200 Drogentote pro Jahr. Das erscheint relativ wenig. Wir haben 120.000 Tote pro Jahr durch Tabakabhängigkeit. Das ist schon ein Wort. Alkoholkonsum ist ein Riesenproblem. Die häufigste Aufnahmediagnose in Krankenhäusern in Deutschland sind psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol. Also die Nummer-1-Diagnose auf Basis des Statistischen Bundesamtes. Neue Daten. Und der Alkoholkonsum ist in Deutschland weit verbreitet. Ungefähr 10% der Deutschen konsumieren gesundheitsschädlich, also Mengen, die nach WHO-Angaben mit negativen Folgestörungen einhergehen. Und ungefähr 3,4% der deutschen Bevölkerung sind abhängig von Alkohol. Das sind so ein paar Schlaglichter, die eigentlich deutlich machen sollen, dass Suchterkrankungen nicht irgendwo positioniert sind, in der Bahnhofsgegend, wo es vielleicht sehr offensichtlich ist, sondern ein gesellschaftliches Phänomen sind, der massiv in das Alltagsleben auch eingreift. Suchterkrankungen sind nicht nur mit körperlichen Folgeproblemen assoziiert, davon vom anderen will ich nämlich heute reden, sondern häufig auch mit psychischen Verhaltensstörungen. Suchterkrankte können, so wie hier schön dargestellt, vielleicht mit dem Rad des Ixion verbunden werden. Ixion in der griechischen Literatur hat sich bei Zeus etwas daneben benommen, im Alkoholrausch der Damenwelt gegenüber sich nicht angemessen verhalten und wurde zur Strafe dann an ein Feuerrad gefesselt, was ewig weitergedreht wurde, um Abbitte zu leisten. Und auch Suchtpatienten sind häufig so einem Feuerrad drin, wo es immer wieder von vorne losgeht. Immer wieder gute Vorsätze, das eigene Verhalten zu ändern, immer wieder hohe Motivation, weniger zu trinken, weniger zu kiffen, weniger zu rauchen, die eine gewisse Zeit lang anhalten, aber in der Regel immer wieder in das alte Verhalten münden. Also sie sind nicht mehr Herr im eigenen Haus, was auch für die betroffenen Patienten eine sehr störende Erfahrung ist. Was sind die Kriterien einer Abhängigkeit? Wie können wir überhaupt versuchen, medizinisch zu klären, wer abhängig ist und wer nicht? Wir können es leider bisher nicht aufgrund der Konsummenge. Also wir können nicht sagen, jemand, der einen halben Liter Wein am Tag trinkt und das über ein Jahr ist alkoholabhängig, oder jemand, der einen Liter Wein pro Jahr trinkt, über ein Jahr ist alkoholabhängig. Wer 5 Zigaretten raucht am Tag, ist nikotinabhängig. Die Menge moduliert das Risiko. Also wir können schon sagen, je mehr man konsumiert, umso höher ist das Risiko, dass man abhängig wird. Aber wir können daran die Diagnose nicht festmachen, sondern die Diagnose macht sich nach Kriterien der Weltgesundheitsorganisation seit vielen Jahren schon an kognitiven und Verhaltensphänomenen deutlich. Es sind 6 an der Zahl, die sehen Sie hier aufgeführt. Und indem wir sie besprechen, möchte ich sie mit Ihnen durchgehen. Mit den 2 unten genannten fange ich an, weil die auch in der Wissenschaft eine immer geringere Bedeutung haben: Toleranzentwicklung, Entzugssymptome. Die stehen da eigentlich seit den 60er, 70er Jahren. Toleranzentwicklung, also man verträgt immer mehr von der Droge. Entzugssymptome, wenn man die Droge plötzlich absetzt, dann kriegt man Entzugserscheinungen, also innere Unruhe, Angespanntheit, Nervosität zum Beispiel. Die sind aber eigentlich nicht charakterbildend für Suchterkrankungen. Zum einen wissen wir inzwischen, dass es viele Abhängige gibt, die keinerlei Entzugserscheinungen haben, weil sie einfach diskontinuierlich konsumieren, also weil sie Alkohol nur am Abend trinken oder nur in höheren Mengen 5 Tage die Woche und nicht an 2 Tagen. Solche Patienten entwickeln häufig keine Entzugserscheinungen. Menschen, die in frühen Stadien der Abhängigkeit sind, haben auch keine Entzugserscheinungen.
Und manche Drogen wie Amphetamine oder Kokain gehen grundsätzlich mit keinen oder nur mit sehr geringen Entzugserscheinungen einher. Das ist wichtig zu wissen, weil sich viele Betroffene in Sicherheit wiegen und sagen, ja, ich kann ja keine Abhängigkeit haben, wenn ich mal einen Tag nichts trinke, werde ich nicht flatterig, dann kriege ich nicht den berühmten Tremor, also scheine ich keine Abhängigkeit zu haben. Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, man kann auch Toleranzentwicklungen, Entzugssymptome bei Medikamenten haben, die keine Abhängigkeit auslösen, also zum Beispiel Hochdruckmedikamente. Auch da entwickelt sich eine Toleranz und wenn man die ansetzt, hat man so einen überschießenden Effekt beim Hochdruck, also auch ein klassisches Entzugssymptom. Trotzdem kann man eindeutig sagen, sie machen keine Abhängigkeit. Für die Abhängigkeit prägend sind diese Symptome, die hier oben genannt sind. Ein starker Wunsch, die Substanz einzunehmen, also sowas wie Suchtdruck. Schwierigkeiten, den Konsum zu kontrollieren, also man nimmt sich vor, heute Abend bleibe ich bei einem Glas Bier oder einem Viertel Wein, aber mehr oder weniger regelmäßig passiert es einem, dass wenn man das erste Glas getrunken hat, man dabei nicht aufhören kann. Anhaltender Substanzgebrauch trotz schädlicher Folgen, ganz wichtiges Phänomen. Normalerweise haben wir Vorlieben und ein Verhalten, was uns wichtig ist oder was wir gerne tun. Und das ist auch jedem belassen, das so zu halten. Aber wenn das mit negativen Konsequenzen einhergeht, dieses Verhalten, wenn wir massiv in unserer physischen oder sozialen Existenz gefährdet werden, dann ändern wir in der Regel unser Verhalten. Bei Abhängigen ist es häufig so, die wissen, dass sie sich massiv schädigen durch ihr Suchtmittel. Die haben auch die Rückmeldung schon bekommen, die stehen häufig vor sehr negativen Konsequenzen, aber können trotzdem ihr Verhalten nicht oder nur kurzfristig ändern. Also ein wichtiges Kriterium. Und dem Substanzgebrauch wird Vorrang vor anderen Aktivitäten und Verpflichtungen gegeben. Also der Suchtmittelkonsum webt sich immer mehr in den Alltag ein. Und immer mehr Dinge, die einem eigentlich Freude machen, sind mit dem Suchtmittelkonsum assoziiert. Und Dinge, die nicht mit dem Suchtmittelkonsum assoziiert sind, machen einem keine Freude mehr. Also Alltagsaktivitäten, die nicht zum Alkoholtrinken passen, die werden immer unattraktiver für den Betroffenen. Also Bücher lesen, mit klarem Kopf mit anderen Leuten diskutieren, selbst Sport machen, wird weniger attraktiv, aber zum Stammtisch gehen oder Fußball gucken am Fernseher oder sich mit Leuten treffen, die auch kiffen oder Drogen nehmen oder Alkohol trinken oder rauchen, sowas wird attraktiver. Und das passiert ganz unmerklich. Also die Interessen verschieben sich immer mehr auf Dinge, die mit dem Suchtmittelkonsum Hand in Hand gehen. Und diese vier Items geben ein ganz, ganz schönes Cluster. Ausgehend davon anhaltender Substanzgebrauch trotz schädlicher Folgen. Viele Menschen konsumieren Drogen, Tabak, Alkohol und wissen gar nicht, dass sie ein Problem damit haben, weil sie es einfach jeden Tag machen, schon seit ihrer Jugend, weil ihre Eltern vielleicht oder ihre Freunde das auch machen. Kennen immer noch Menschen, die noch mehr konsumieren, können sie also immer sagen, naja, XY, der trinkt ja viel mehr als ich kann kein Problem haben. Aber wenn sie in eine Situation kommen, wo der Arbeitgeber sie abmahnt, wo die Partnerin, der Partner sagt, so geht es nicht weiter, wenn die Leberfunktion beeinträchtigt ist, dann entsteht häufig der Wunsch, ich sollte mein Verhalten ändern und dann merken Menschen, ich kann es nicht mehr. Und wenn sie es versuchen ein paar Tage, dann entsteht sowas wie Suchtdruck. Plötzlich ein starker, unstillbarer Drang, jetzt doch nochmal zu konsumieren. Wenn sie dann konsumieren, bleibt es häufig nicht oder ist es häufig sehr schwer, bei einer Zigarette zu bleiben oder einem Joint. Und anhaltender und Substanzgebrauch wird Vorrang gegeben vor anderen Aktivitäten. Das heißt, dann fällt einem eigentlich erst auf, eigentlich machen mir andere Dinge keinen Spaß mehr, wenn ich gar nicht mehr trinken kann. Früher habe ich gedacht, ich gehe zu der Party, um Freunde zu treffen. Die Freunde könnte ich auch treffen, wenn ich nüchtern wäre oder nichts rauchen würde. Aber ohne was zu rauchen oder ohne Alkohol habe ich gar keine Lust, dahin zu gehen. Dann wird erst deutlich, dass der eigentliche Grund für viele Aktivitäten gar nicht so sehr die Aktivität war, sondern die Gelegenheit, was zu konsumieren. Wenn Sie von diesen drei Kriterien, von diesen sechs Kriterien drei erfüllen, und das kontinuierlich über einen Monat oder mehrfach innerhalb eines Jahres, haben Sie nach der Weltgesundheitsorganisation eine Abhängigkeitserkrankung, also eine Sucht im Volksmund. Also Sie sehen schon, das modelliert sich um so etwas herum, was eine Vorliebe ist, eine Präferenz ist, die aber so ausgeprägt ist, dass man ihr ganz schwer widerstehen kann. Wie können wir uns das jetzt erklären? Das sind natürlich Symptome, die sich im Hirn, zum Thema zurückzukommen, Sucht im Hirn abspielen. Aber sind Suchterkrankungen nicht viel vielfältiger, könnte man fragen.
Es gibt so ein biopsychosoziales Modell von Abhängigkeitserkrankungen. Das leuchtet auch immer sofort ein. Suchtmittel sind ja selbst chemische Substanzen, also biologisch. Dann spielt Stimmung, Emotionalität, Aktivität und so weiter eine Rolle. Und natürlich das soziale Umfeld spielt eine Rolle. Also eigentlich sind Suchterkrankungen Erkrankungen, die diese Bereiche umfassen. Aber fühlen Sie sich vor Augen, dass diese Bereiche natürlich nicht außerhalb eines funktionsfähigen Gehirns existieren. Wir haben keine Emotionalität, die nicht an ein Gehirn gebunden ist. Und auch soziale Interaktion findet, sage ich jetzt ganz plastisch, obwohl es reduktionistisch natürlich ist, zwischen kommunizierenden Gehirnen statt. Soziale Interaktion nimmt Expression von Gefühlen, von Gedanken eines Gegenübers auf, verarbeitet die und spiegelt die dem Gegenüber zurück. Das heißt, unser Gehirn ist natürlich das Interface, was für die soziale Interaktion notwendig ist. Das heißt, wenn wir jetzt über Sucht im Gehirn reden, reden wir natürlich nicht nur über pharmakologische Effekte, sondern wir reden darüber, was Suchtmittel im Gehirn machen, dass sowohl biologische, aber auch soziale und psychologische Aspekte beeinträchtigt sind. Hirnforschung ist eigentlich eine sehr junge Wissenschaft. Und ich glaube auch nicht, dass wir damit schon ans Ende oder schon große Schritte vorangekommen sind, weil uns oft die Modelle fehlen, um dieses wahrscheinlich in unserer Welt komplexeste Ding, was es gibt, nämlich das Gehirn, auch nur ansatzweise zu verstehen. Kann ich gleich sagen, dass auch mein Vortrag, auch wenn ich auf manche Befunde hinweise, hoffentlich die nötige Demut dem auch entgegenbringt. Aber Hirnforschung ist eine junge Wissenschaft und man kann sie vielleicht mit René Descartes starten lassen im 17. Jahrhundert. Und was Sie von ihm wissen, ist die Trennung von Materie und Geist. Also res extensa für Materie und res cogitans für Geist. Das ist was wir heute als weitgehend überwunden glauben. Also häufig wird es in einem sehr negativen Kontext dargestellt. Wir sehen eine Einheitlichkeit, wobei wir uns genauso wie René Descartes heute noch fragen, wo ist denn der Geist? Also wo finden wir ihn denn? Wir finden sehr gut die Materie. Nach dem Geist suchen wir immer noch, aber die Dichotomie mögen wir nicht mehr so gerne. Aber diese Aufteilung hat natürlich geholfen im 17. Jahrhundert, die res extensa, das Materielle des Menschen, auch untersuchen zu können. Also damit war der Weg geebnet, auch körperliche Funktionen, inklusive auch Hirnfunktionen, so zu untersuchen, dass man davon ausgeht, sie orientieren sich an physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Das war vorher nicht der Fall. Wenn man davon ausgeht, dass der Mensch ein gottgeschaffenes Wesen ist, gibt es keine Notwendigkeit, die Physik zur Geltung kommen zu lassen. Das wird einem ganz plastisch, finde ich, daran, wenn man sich vorstellt, dass in dieser Zeit Herr Harvey, ein Arzt aus Großbritannien, den Blutkreislauf erst entdeckt hat. Man dachte 1500 Jahre, das, was Galen geglaubt hat, Blut wird in der Leber produziert und versackt dann über die Gefäße im Körper. Das ist physikalisch nicht möglich, hat aber keinen gestört, weil der Körper ja nicht physikalisch funktionieren musste. Also das ist ein Beispiel dafür, dass man jetzt soweit war zu sagen, der Körper lebt in einer physikalischen Welt und der muss nach Gesetzmäßigkeiten funktionieren, die wir untersuchen können. Was konnte man damals untersuchen? Na, man kannte Uhren, Zahnräder und solche Dinge. Das hat man im Hirn nicht gefunden, da war relativ schnell klar, das kann nicht die Mechanik sein, die im Gehirn funktioniert. Aber was man auch schon hatte, waren hydraulische Systeme, Pumpen in den Parkanlagen, Fontänen oder Orgel, ne, die auch über Luftdruck komplexe Ausdrücke wiedergeben können, wenn man nur eine Taste drückt. Und das waren die Modelle und da ist ja auch im Gehirn Ventrikel und Hirnflüssigkeit gibt, war das die Idee, vielleicht funktioniert das Gehirn auf diese Weise. Also man hatte immerhin schon ein Modell, es muss wissenschaftlich untersuchbar sein, zwar nicht der Geist, aber das, was im Gehirn funktionsfähig ist, um den Körper in eine bestimmte Richtung zu lenken, aber einem fehlten die Ansatzpunkte, das zu verstehen. Die kamen auch nur langsam dazu. 100 Jahre später, mal als Ausschnitt,
hat Herr Galvani in Experimenten herausgefunden, dass Spannung zum Beispiel zwischen verschiedenen Metallen dazu führt, dass Muskeln sich kontrahieren, sich bewegen. Also da und in der Zeit, das war ein spannendes Experiment, was viele aufgenommen haben, hier am Anfang noch mit Froschenkeln, später mit größeren Säugetieren, später auch mit den Menschen, gab es eine Idee davon, dass es sowas wie elektrische Spannung im Körper geben könnte, elektrische Stromleitung vielleicht, die Muskulatur in Bewegung bringen. Und das war natürlich auch für die Hirnforschung ein spannender nächster Schritt zu denken, naja, das ist etwas, was mit Elektronik zu tun hat und die Nervenbahnen sind Stromleitungen, die den Körper versorgen und damit hatte man schon eine ganz andere Vorstellung, wie das Gehirn in Funktionen des Körpers eingreifen kann. Also da war man schon mal einen weiteren Schritt weiter. Nochmal 100 Jahre weiter, 19. Jahrhundert, hat man sich angenähert, ob es nicht im Gehirn vielleicht auch verschiedene Aufgabenbereiche gibt. Und ein schlimmes Ereignis, unter dem Phineas Cage 1848 hat leiden müssen, hat das ein Stück weit befeuert. Der war mit Sprengungen für Eisenbahnlinien in New Hampshire beschäftigt und bei einer fehlgelaufenen Sprengung ist ihm eine 3 cm dicke Eisenstange, wie hier später rekonstruiert worden ist, quer durch den Schädel geschleudert, katapultiert worden, unter dem Jochbein hindurch, durchs Frontalhirn. Was danach passiert ist, hat die Menschen bewegt. Er ist nämlich in eine Kutsche gestiegen, ist zum nächsten Arzt gefahren. Der hat diesen Schaden mehr oder weniger notdürftig verbunden, im Wissen, dass ungefähr eine Handvoll Hirnmasse durch diese Durchbohrung verloren gegangen ist. Und am Anfang wirkte Herr Gage auch gar nicht beeinträchtigt. Er konnte sprechen, er konnte sich erinnern, er konnte laufen, er konnte mehr oder weniger alles machen. Und das war ein großes Ereignis, was auch dazu geführt hat, dass er am Ende sein Geld als Schausteller verdient hat, um fortzuführen, was aus ihm geworden ist. Was aber mit der Zeit aufgefallen ist, ist, dass sich seine Persönlichkeit verändert hat. Er wurde aggressiver, er wurde ungeduldiger, er wurde impulsiver. Also eine Funktion, die wir, komme ich später noch drauf, heute mit dem Frontalhirn verbinden. Das nur ein Beispiel dazu, dass danach und in dem Gefolge sich eine ganze Wissenschaft der Hirnforschung auch zum Teil auf Abwege gekommen ist, indem sie nicht nur gefunden hat, es gibt eine motorische Hirnrinde und es gibt einen orbitofrontalen Kortex, der für das Sehen zuständig ist, sondern die auch der Meinung war, man findet so etwas wie Vaterlandsliebe, Religiosität, Treue, findet man in bestimmten Hirnregionen aufgeführt. Nicht? So wie vielleicht Impulsivität, Aggressivität hier vorne. Wie schon gesagt, das ist natürlich in wesentlichen Teilen in die falsche Richtung gelaufen. Dennoch hat es die Wissenschaft insofern befördert, zu schauen, gibt es vielleicht doch Grundmuster, die im Gehirn unterschiedlich verteilt sind, über rein sensorische, motorische Funktionen hinaus. Also gibt es Bereiche, die eher für Emotionalität zuständig sind, andere, die eher für ja, die Interpretation von Reizen oder für Gedächtnis oder wie auch immer verantwortlich sind. Der nächste Schritt, wieder 100 Jahre weiter, war dann die Biochemie, die dazu geführt hat, dass man molekulare Untersuchungen machen konnte des Gehirns und gefunden hat, dass bestimmte chemische Substanzen offensichtlich eine große Rolle spielen, weil sie häufig vorkommen und auf der anderen Seite auch bestimmte Funktionen im Gehirn wohl übernehmen. Hier sind mal sehr bekannte und die mit Abstand häufigsten aufgeführt, Glutamat, GABA, Glycin, Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, Acetylcholin, Histamin, das sind so die wesentlichen Neurotransmitter, die weit über 90% der Neurotransmission im Gehirn unter sich ausmachen. Und deutlich ist relativ schnell geworden, dass die sehr eindrückliche Effekte im Gehirn machen können. Also GABA wirkt an GABA-Rezeptoren und hat Effekte einer massiven Beruhigung, schlafanstoßend, angstlösend. An diesen Rezeptoren wirkt auch zum Beispiel so etwas wie Diazepam, also Benzodiazepine. Also man hat einfache chemische Moleküle gefunden, die eine sehr eindrückliche Wirkung aufs Gehirn haben. Glutamat führt relativ schnell zu Krampfanfällen. Serotonin ist sehr stark in
auch emotionale Regulation und in Aggressivität eingebunden, Noradrenalin sehr stark in Stress. Also man hat chemische Moleküle bestimmten Funktionszuständen des Gehirns zuordnen können. Also eine weitere Erkenntnis, die dann auch zu dem passt, was im 20. Jahrhundert dann auch in der Wirtschaft gelaufen ist. Also sehr viel Biochemie, BASF hier in der Nähe ist ein gutes Beispiel dafür und ein richtiger Rausch der Ideen, was man aus Biomolekülen alles produzieren und herstellen kann. Und das Hirn war aus dieser Sicht dann auch eher sowas wie ein Chemiebaukasten. Und das Verständnis der Neurochemie hielt auch das Versprechen in sich, das Gehirn besser verstehen zu können. Dazu kam dann noch das Verständnis der und die Erkenntnis zur Funktionsweise der DNA als so Art einer Matrix, wo unsere Körperfunktionen gespeichert sind, in den Basenfolgen dieser DNA, aus denen sich dann Proteine synthetisieren und die Proteine synthetisieren dann zum Beispiel solche chemischen Moleküle, die wiederum an anderen Proteinen wirken, die in die Zellen eingebaut sind. Nicht? Und die Vorstellung dieser DNA war dann so etwas wie auch die Computer aus dieser Zeit und viele der Computer, die wir heute noch haben, sind, nämlich dass das so etwas ist wie ein Programm, das feststeht. Also man kommt mit einem festen Programm auf die Welt, die in der DNA kodiert ist und dieses Programm läuft ab. Dieses Programm führt dazu, dass das Gehirn in einer gewissen Weise funktioniert und in einer gewissen Weise auf Reize auch reagiert. Das ist weitergegangen und das ist der letzte Schritt, indem wir zum einen die Programmierung heute relativieren. Wir wissen heute, dass die DNA schon eine Matrix ist, mit der wir auf die Welt kommen, deren prospektive Potenz aber viel größer ist als das, was am Ende abgerufen ist, weil die DNA sehr modulationsfähig ist und unter dem Einfluss von Umweltreizen sehr unterschiedliche Bereiche abgelesen werden der DNA und dass das, was abgelesen wird der DNA, auch unter dem Einfluss von Umweltreizen noch sehr unterschiedlich interpretiert wird, also sehr unterschiedliche Proteine daraus gebildet werden. Ein Beispiel davon oder ein beispielhafter Begriff ist die Epigenetik, die auch in der Vortragsreihe hier im DAIA noch zur Geltung kommen wird, die besagt, dass Umwelteinflüsse sehr kurzfristig auch in die DNA-Regulation eingreifen können. Das heißt, wir haben so etwas wie eine Matrix, aber wir haben ein sehr gutes Target dafür, dass auch die DNA lernfähig ist. Also das, was abgelesen wird aus der DNA, resultiert unmittelbar aus den Erfahrungen, die ein Organismus, ein Mensch gemacht hat in seiner Umwelt. Und der nächste Schritt war, dass wir das Gehirn, und das ist auch schon erwähnt worden, besser als Netzwerk inzwischen verstehen, nämlich tatsächlich nicht als ein einmal angelegtes System wie ein Computer mit einer Hardware und einer Software, die so eine Art Basisfunktion hat, sondern als von vornherein lernfähiges System, was sehr stochastisch funktioniert, also wo im Rahmen des Lernens versucht wird, aus zufälligen Assoziationen Muster zu finden und diese Muster dann immer wieder neu auszuprobieren, ob sie zu einem sinnvollen Ergebnis führen und gegebenenfalls zu korrigieren. Und das ist tatsächlich was, was aus der neuesten Entwicklung der Technik übergeschwappt ist, dass wir, indem heute große Datenmengen bearbeitet werden müssen, Big Data, wenn man sich um Klimaprognosen kümmern will oder um komplexe Ereignisse, dann reichen Programme nicht mehr, die Algorithmen abarbeiten, sondern brauchen wir selbstlernende Programme, die Muster erkennen. Und das scheint nach heutiger Sicht eine ganz wesentliche Funktion zu sein, die Mustererkennung im Gehirn. Also wir haben von Descartes mitgenommen, dass physikalische Gesetze eine Rolle spielen. Wir wissen, dass die Elektrizität eine Rolle spielt, nämlich für die Kommunikation zwischen den Nervenzellen und in die Peripherie hinab. Wir wissen, dass zwischen den Nervenzellen Biochemie eine große Rolle spielt, also Neurotransmitter, die Aktivitäten von einer Nervenzelle auf die andere vermitteln. Wir wissen, dass es regionale Zuordnungen gibt für bestimmte Funktionsbereiche, die sich aber nicht auf eine ganz eng begrenzte Fähigkeit beschränken, sondern auf basale Grundfunktionen. Und wir wissen, dass das Gehirn viel lernfähiger und viel plastischer ist, als man sich das vor wenigen Jahren noch vorgestellt hat.
Das ist auch notwendig, auch in selbstlernenden Systemen, für die Analyse komplexer Datenmengen, dass sie Dinge wiedererkennen können. Also wir müssen aus dem Rauschen der Umgebung, so wird das häufig genannt, aus den Millionen von Einzeldaten Dinge herausfiltern, die man oft nur herausfiltern kann, wenn man eine Ahnung davon hat, um was es geht, wenn man eine ähnliche Erfahrung schon mal gemacht hat, wenn man so eine, ich hoffe, der ein oder andere erkennt das, wenn man so etwas schon mal gesehen hat, kann man das mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wiedererkennen, als wenn man das nicht gesehen hat. Wenn so etwas vielleicht schon mal positiv verstärkt worden ist, wenn es für eine subjektive Relevanz hat, dann kann man das mit höherer Wahrscheinlichkeit wiedererkennen. Und das ist auch wichtig in selbstlernenden Systemen, dass es sowas wie Rückkopplungsschleifen gibt. Das heißt, wenn etwas gut gelernt worden ist, dann muss es eine Rückmeldung dazu geben, dass diese Assoziation sinnvoll war, dann wird sie verstärkt. Und sobald die Rückmeldung kommt, sie war falsch oder sie funktioniert nicht, wird die Assoziation reduziert in ihrer Dichte. Und das ist eine ganz wesentliche Funktionseinheit, die uns dann nach dieser kurzen Vorrede auch sehr schnell zu den Suchterkrankungen hinführt, weil dort das assoziative und auch belohnungsassoziierte Lernen eine ganz zentrale Rolle spielt, wie ich Ihnen darstellen will, und zwar an einem Beispiel. Hier sehen Sie nochmal davor, was unser Gehirn leisten muss. Der Kollege Ommer hier aus der Uni Heidelberg hat allein für die Augen mal ausgerechnet, was deren Dateninput in unser Gehirn ist. Und er kommt zu 3 GB pro Sekunde an Daten, die unsere Augen in unser Gehirn einspeisen. Das ist eine halbe DVD pro Sekunde. Ich finde das ein sehr schönes Beispiel, um sich vorstellen zu können, wir können diesen Daten Input nicht Herr werden, indem wir alle Daten nach einem Algorithmus abarbeiten, sondern diese Daten müssen priorisiert werden und müssen durch Schablonen von Vorerfahrungen durch, um relevante von irrelevanten Aspekten unterscheiden zu können. Und damit kommen wir zur Sucht. Suchterkrankungen haben was mit Priorisierung von Informationen und von Daten aus der Umgebung zu tun. Und das ist ein Beispiel, was vielleicht der eine oder andere schon kennt. Es ist eine Filterbubble. Vielleicht kennen Sie das auch unter dem Namen Echokammer. Die haben viele von uns kennengelernt im letzten amerikanischen US-Wahlkampf, wo deutlich geworden ist, dass viele Menschen gar nicht mehr alle Nachrichten beziehen, die verfügbar sind, sondern dass viele Menschen in ihrer eigenen Nachrichtenwelt leben. In den US-amerikanischen Verhältnissen ist das sehr verbreitet. Ich habe gelesen, dass ungefähr 50% der Amerikaner ihre Nachrichten nicht aus allgemeinen Sendungen, sondern zum Beispiel aus Facebook beziehen, also aus Netzwerken. Und diese Netzwerke arbeiten damit, dass Informationen tatsächlich priorisiert werden auf Basis der Rückmeldung, die der Einzelne gibt. Also, wenn Sie Interesse haben daran, republikanische Nachrichten zu lesen und Nachrichten gut finden, die in Ihr Weltbild passen, dann versehen Sie das vielleicht mit einem Like bei Facebook oder bleiben einfach ein bisschen länger auf der Seite und lesen das in Ruhe bei Google oder bei anderen Suchmaschinen. Und damit bekommt diese Nachricht eine Relevanz und die Wahrscheinlichkeit erhöht sich, dass Sie beim nächsten Mal wieder eine Nachricht bekommen, die innerhalb ihres Weltbilds funktioniert. Das macht für Facebook und Google Sinn, die wollen ja Werbung verkaufen. Und je länger sie sich in den Netzwerken aufhalten, umso mehr Werbung kann ihnen zugespielt werden. Dementsprechend macht es Sinn, dass sie die Informationen kriegen, die sie nicht gleich wegklicken, weil sie die für unsinnig halten oder für gelogen oder wie auch immer, sondern dass sie die Nachrichten bekommen, die in ihr Weltbild hineinpassen. Und das passiert alles über den einfachen Mechanismus, dass sie erstmal rein zufällig Zugang haben zu allen möglichen Informationen und über ihre Aufenthaltsdauer oder über ihr Liking eine Priorisierung erfolgt und damit bekommt am Ende der Liberale fast nur noch liberale Nachrichten, der Republikaner fast nur noch republikanische Nachrichten, obwohl beide in der gleichen objektiven Welt leben, leben sie in sehr unterschiedlichen subjektiven Welten, einfach weil eine Selektion stattfindet. Also weil bestimmte Informationen dem Ich immer näher kommen, glaubt man am Ende, die Welt ist blau, weil das die Informationen sind, die man liest. Und das hat eine sehr hohe Ähnlichkeit mit Suchterkrankungen, wenn man sich vorstellt, und das ist der Schritt zum eigentlichen Thema, dass Suchtmittel, also die klassischen abhängigkeitserzeugenden Substanzen, zu denen ich gleich noch komme, auch so etwas machen wie ein Like vergeben. Der Ort, an dem ich getrunken habe,
kriegt durch das Trinken und durch den pharmakologischen Effekt des Alkohols ein Like. Die Menschen, mit denen ich zusammen geraucht habe, bekommt durch den pharmakologischen Effekt des Nikotins ein Like. Die Tageszeit oder die Situation von der Arbeit nach Hause kommen, gestresst sein, zu Hause sich in Ruhe hinsetzen, bekommt, wenn ich in dieser Situation einen Joint rauche oder ein Benzodiazepin nehme, ein Like und wird aufgeladen. Das muss am Anfang erstmal gar nicht viel machen. Unser Gehirn, wie gesagt, rein zufällig verteilt immer, wenn was gut gelaufen ist, Likes. Hier passiert es aber pharmakologisch. Das heißt, auch in der Situation, die Ihnen gar nicht gefällt, spätere Stadien der Abhängigkeit, wenn Ihnen die Droge gar nicht mehr schmeckt, trotzdem, jedes Mal, wenn Sie die einnehmen, pharmakologisch passiert eine Markierung im Gehirn, die zu einem Like führt. Und das resultiert darin, dass Menschen, die rauchen, in einer Welt leben, die immer mehr Hinweisreize aufs Rauchen bietet, also in einer Filterbubble, wo Rauchen hoch priorisiert durchgelassen wird, und Menschen, die Alkohol viel konsumieren, mehr und mehr in einer Welt leben, die auf Alkohol priorisiert ist. Und jetzt kommen Sie mal mit auf einen kleinen Stadtspaziergang, der geht relativ schnell, das ist aber auch gut so, weil Sie ja Heidelberg kennen und schätzen und durchaus hier ab und zu mal durchgehen. Gucken Sie sich das mal an. Gibt ja vielfältige Hinweisreize, nicht? Alles schön. Nicht? Und jetzt könnten wir am laufenden Band spielen, wie früher mit Rudi Carrell. Oder ich kann Sie einfach fragen, woran erinnern Sie sich? Was haben Sie denn gesehen? Und das waren jetzt mehrere Bilder. Da waren ein Haufen visueller Reize drauf. Keiner von Ihnen würde alles wiedergeben können. Nicht? Aber der ein oder andere wird sich daran erinnern, dass da vielleicht für süße Sachen eine Werbung zu sehen war. Nicht? Hier oben oder hier, Eis war noch irgendwo. Genau. Der andere wird vielleicht romantische Events gesehen haben. Es wird auch jemand dabei sein, der vielleicht die vielfältigen Hinweise auf Alkoholkonsum entdeckt hat. Nicht? Und es ist, wird vielleicht Ihnen schon deutlich, dass das, was Sie gesehen haben, was über Sie aussagt. Also wenn Sie durch eine Stadt laufen und Sie haben 8 Schuhgeschäfte gesehen, dann hat das was mit Ihnen zu tun und nicht primär mit der Stadt. Und wenn Sie 8 Konditoreien gesehen haben, dann hat das wahrscheinlich auch was mit Ihnen zu tun. Das klingt so banal, aber wir müssen uns das vor Augen führen, dass wir alle in einer subjektiven Welt leben. Wir leben alle in einer gewissen Filterbubble. Aufgrund unserer Präferenzen, die wir gelernt haben, haben wir Vorlieben und nehmen natürlich auch bezogen auf diese Vorlieben die Umwelt anders wahr. Und da kann Ihnen noch jemand erzählen, dass die Stadt ganz anders aussah. Jeder sieht die Stadt anders, weil man gar nicht alle Informationen verarbeiten kann, sondern seiner eigenen Präferenz folgt. Und das scheint graduell ausgeprägter tatsächlich zu sein bei Abhängigkeitserkrankungen. Wir können das schön in der Klinik untersuchen. Es nennt sich Aufmerksamkeitsfehler, Attentional Bias, was wir da untersuchen. Und wir können zum Beispiel alkoholabhängige Patienten einfach vor einen Monitor setzen. Und da sind verschiedene Bilderpaare zu sehen. Ein Bild hat immer mit Alkohol zu tun, hier Zapfhähne und eins nicht. Oder hier ein Glas Wein und hier nicht. Und der Patient sieht immer hintereinander solche Bilder, wo auf der einen Seite mal links, mal rechts das Alkoholbild zu sehen ist und mal nicht. Für eine kurze Zeit, 50 Millisekunden reichen da aus. Und dann unmittelbar danach kommt ein Bildschirm, wo ein Fixationskreuz ist und mal links und mal rechts davon ist ein Punkt. Und der Patient muss die einfache Aufgabe lösen, wenn der Punkt links ist, drücke auf der linken Seite des Keyboards einen Knopf und wenn der Punkt rechts war, drücke auf der rechten Seite des Keyboards einen Knopf. Das kann man machen und wenn man das in vielen Durchläufen macht, sieht man, es gibt kongruente Trials, da ist der Punkt auf der Seite des Alkohols und es gibt inkongruente Trials, da ist der Punkt auf der anderen Seite. Und was man sehr schön sieht, ist, dass abhängige Patienten schneller reagieren, wenn der Punkt auf der gleichen Seite ist. 50 Millisekunden sind keine Zeit, wo man bewusst eine Blickhinwendung machen kann. Das ist zu kurz. Das ist eine automatisierte Blickhinwendung zu dem in dem Fall priorisierten Reiz. Und wenn der Blick schon mal auf der linken Seite ist, können Sie viel schneller reagieren, wenn der Punkt auch auf der linken Seite ist. Wenn der Punkt auf der anderen Seite kommt, müssen Sie sich wieder umorientieren, verlieren dabei Zeit und das kann man messen.
Und das kann man tatsächlich bei allen Abhängigkeitserkrankungen messen und auch bei anderen Störungen, die mit einer hohen Priorisierung der Aufmerksamkeit einhergehen. Schuhe und Blumen hatte ich schon genannt. Essen kann es auch bei übergewichtigen Menschen sein. Also auch Tabakabhängige reagieren schneller auf tabakassoziierte Reize. Übergewichtige Patienten reagieren schneller auf essensassoziierte oder hyperkalorische Hinweisreize. Und man kann es auch außerhalb von Abhängigkeitserkrankungen untersuchen, inwieweit bestimmte Dinge in der Umgebung Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Was man aber sagen kann, dass es graduell ein Unterschied ist, dass nämlich diese Aufmerksamkeitsverschiebung, je ausgeprägter ist, desto ausgeprägter auch die Abhängigkeit ist, also das, was wir als Abhängigkeit definieren. Wir können, ich wollte gerade gucken, jetzt kommt da noch ein anderes Bild, wir können versuchen zu erklären, was für ein, wir sind ja vom Hirn mal ausgegangen, was für ein biologisches System da eine Rolle spielen kann. Und tatsächlich kennen wir seit den 60er Jahren ein System, was für Belohnungsverarbeitung zuständig ist. Und der ein oder andere wird das Wort mesolimbisches Belohnungssystem oder dopaminerges Belohnungssystem schon mal gehört haben. Lange war nur überhaupt nicht klar, wie das funktioniert. Der Name Belohnungssystem impliziert ja sowas, man fühlt Belohnung. Und wenn Sie heute populärwissenschaftliche Zeitschriften lesen, dann steht das auch immer noch da. Dopamin-Glücksmolekül und wenn das Belohnungssystem anspringt, fühlt man sich wohl. Hat man tatsächlich lange gedacht, stimmt aber überhaupt nicht. Das kann so viel anspringen, wie es will und Sie fühlen sich nicht wohl, Sie merken noch gar nichts davon. Es hat aber was mit dieser Reizverarbeitung und Bewertung zu tun. Und das wissen wir ungefähr seit 20 Jahren und an einer Studie von Wolfram Schulz, die vor 20 Jahren publiziert worden ist, kann man das, glaube ich, ganz verständlich darstellen. Er hat Makaken in einem Experiment untersucht und hat deren dopaminerge Funktion, Feuerungsrate in diesem Belohnungssystem abgeleitet. Und was Sie hier oben rechts sehen, sind die Feuerungsraten der dopaminergen Neurone. Also hier ist immer das Einzelfeuern, also die Neurone, elektrische Impulse, feuern ja. Das kann man messen, je aktiver sie sind, umso mehr feuern sie. Und hier können Sie einfach die Summenpotenziale sehen. Und wenn Sie diesem Affen unerwartet eine Belohnung präsentieren, eine Zuckerlösung, die mag er gerne, und er sie trinkt, dann fängt dieses Dopamin innerhalb des Belohnungssystems an zu feuern. Also dann reagiert das auf diesen Reward, auf diese Belohnung. Das würde noch mit der alten Idee Hand in Hand gehen, okay, der Affe fühlt sich wohl, kriegt, was er will, das dopaminerge System feuert. Er hat dann aber was Spannendes gemacht, nämlich eine klassische Konditionierung durchgeführt. Und die meisten oder alle von Ihnen kennen den Pavlovschen Hund, der durch eine Reizassoziation relativ schnell gelernt hat, wenn das Glöckchen klingelt, gibt es was zu essen. Das heißt, das konnte er uns nicht erzählen, aber wir können sehen, dass der Magen schon anfängt, Magensaft zu bilden und schon anfängt zu walken. Also eine klassische Konditionierung auf einen Stimulus, der eigentlich nichts mit Essen zu tun hat, nämlich ein Glöckchenklang. Und das, hat er gemacht in diesem Experiment, hat nämlich, bevor er die Zuckerlösung präsentiert hat, immer einen Lichtreiz gesetzt. Ein Stimulus, der dann zum konditionierten Stimulus geworden ist. Und Affen lernen sowas natürlich auch sehr schnell. Und interessant ist, was passiert, wenn man das dopaminerge System in seiner Feuerungsrate dann ableitet. Hier gab es die Zuckerlösung. Hier passiert überhaupt nichts. Aber das dopaminerge System fängt an zu feuern, wenn der konditionierte Stimulus, also der Lichtreiz, kommt. Also offensichtlich reagiert das Gehirn auf den Reiz, der eine Belohnung ankündigt. Und dann hat er noch ein drittes Experiment durchgeführt. Er hat nämlich eine falsche Ankündigung gemacht. Der Affe hatte gelernt, wenn das Licht kommt, gibt es auch die Zuckerlösung. Die Zuckerlösung ist aber in diesem Experiment ausgeblieben. Die hat er einfach, obwohl angekündigt, nicht präsentiert. Was macht das Belohnungssystem? Es feuert hier wieder beim Lichtstimulus. Und ein Reward, der erwartet worden ist oder konditioniert war, ausbleibt, dann sinkt sogar die Feuerungsrate des dopaminergen Systems. Das heißt, Sie haben hier drei relativ einfache Kodierungen innerhalb des Systems. Nämlich hier war die Belohnung in unseren Worten besser als erwartet, weil es gab keine Erwartung. Es gab hier plötzlich eine Belohnung. Hier war die Belohnung wie erwartet und hier war die Belohnung schlechter als erwartet. Und tatsächlich ist dieses System dynamisch. Wenn die Belohnung häufiger ausbleibt, mindert sich
der Dopaminpeak hier, das heißt, die Erwartung mindert sich. Wenn die Belohnung sogar noch größer ist, als die Erwartung war, dann steigt der Dopaminpeak. Das heißt, dieses System scheint dazu da zu sein, statt gehabter Erlebnisse, Erfahrungen, die mit Belohnung assoziiert sind, zu bewerten und zu korrigieren. Und diese Bewertung wird mit abgespeichert mit diesem Hinweisreiz. Das heißt, hier haben wir ein System, was in der Lage ist, genau das biochemisch und in diesem Neurosystem zu etablieren, was ich Ihnen mit dieser Filterblase dargestellt habe. Nämlich Umgebungsfaktoren können aufgewertet werden durch einen Dopaminpeak, wenn sie mit Belohnung assoziiert sind, und können entweder weiter aufgeladen werden, wenn sich das stabilisiert, oder können wieder korrigiert werden, wenn die Belohnungen ausbleiben. Das heißt, hier haben Sie dieses klassische Bewertungssystem. Was hat das jetzt mit Sucht zu tun? Das gilt ja erstmal für normale Hinweisreize. Wissen Sie, wenn Sie eine emotionale Zuwendung bekommen, feuert das dopaminerge System. Wenn Sie Sexualität erleben, feuert das dopaminerge System. Was steht Ihnen da gegenüber in beiden Fällen? Eine Partnerin, ein Partner, die Sie sehen, die aufgeladen wird mit Relevanz durch diesen Dopaminpeak. Bis zu einem bestimmten Punkt, wo die Belohnungsvorhersage kongruent mit der zu erwartenden Belohnung ist. Das wissen Sie alle vielleicht aus Beziehungen. Am Anfang steigt die Belohnungserwartung bis zu einem bestimmten Punkt. Sie steigt aber nicht unendlich weiter an, sondern irgendwann hat sie sich in einem realistischen Maß eingependelt. Und im Verlaufe der Beziehung kann sie natürlich auch wieder absinken. Das heißt, da haben wir ein dynamisches System, was gut funktioniert. Was passiert jetzt bei Suchterkrankungen? Man könnte jetzt einfach denken, das sind ja auch Belohnungen, so wie eine Zuckerlösung auch, kann auch Wein gut schmecken oder da eine Veränderung machen. Aber tatsächlich ist es etwas anderes, weil alle Suchtsubstanzen, alle Substanzen, von denen wir wissen, sie haben ein Abhängigkeitspotenzial, einen Klasseneffekt haben, eine Gemeinsamkeit. Sie führen nämlich alle dazu, hier sind sie mal aufgeführt, Cannabis, Alkohol, Nikotin, Morphin, Kokain, Amphetamine, Opiate. Sie führen alle dazu, dass innerhalb dieses mesolimbischen dopaminergen Belohnungssystems die Dopaminkonzentration in dieser Umschaltstelle steigt. Machen das auf unterschiedlichem Wege, Alkohol über eine Ausschüttung von Endorphinen und hier diesen Weg, Nikotin über nikotinerge Rezeptoren, Opiate hier auch rüber, Cannabinoide über Cannabinoidrezeptoren, also der klassische Stimulanzien über eine Dopaminwiederaufnahme, also verschiedene Mechanismen, die wirken chemisch anders, haben aber alle die eine Gemeinsamkeit, die Einnahme geht unmittelbar mit einem Dopaminpeak einher. Und jetzt überlegen Sie sich das mal in diesem Modell, besser als erwartet, wie erwartet, schlechter als erwartet. Wenn Sie jedes Mal, wenn Sie Alkohol konsumieren, rauchen, Drogen nehmen, wenn Sie jedes Mal wieder pharmakologisch einen Dopaminpeak kriegen, dann können Sie unmöglich innerhalb dieser Kodierung in eine stabile Belohnungsvorhersage hineinkommen, sondern innerhalb der Kodierung heißt es dann immer, Belohnung war besser als erwartet. Das heißt, beim nächsten Mal steigt die Belohnungsvorhersage wieder an. Sie konsumieren wieder Alkohol in dieser Situation, die Belohnungsvorhersage steigt wieder an. Sie konsumieren wieder Alkohol in Situationen, diese Belohnungsvorhersage steigt wieder an. Das heißt, Sie kommen im Gegensatz zu natürlichen Verstärkern, die irgendwann eine stabile Vorhersage haben, Lichtreiz, Zuckerlösung, Sie gehen am Restaurant vorbei, in dem Sie schon gut gegessen haben, das erzeugt eine gewisse Präferenz. Aber irgendwann ist diese Belohnungsvorhersage in einem stabilen Bereich und entspricht der dort zu erwartenden Belohnung. Das haben Sie bei Suchtmitteln grundsätzlich nicht, weil pharmakologisch in diesem System immer eine Markierung erzwungen wird. Und deswegen haben wir dimensional bei Suchterkrankungen etwas anderes, nämlich, dass eine stabile Vorhersage nicht möglich ist und dass die Präferenz im Gegensatz zu natürlichen Beziehungen oder anderen Dingen, wo Belohnung eine Rolle spielt, sukzessive weiter ansteigt. Am Ende wird sie nur gestoppt über aversive Effekte, dass Menschen nicht mehr trinken können, weil ihnen übel wird, dass Menschen nicht mehr Kokain nehmen können, weil sie überhaupt die Finger nicht mehr ruhig halten, dass Menschen nicht mehr Opiate nehmen können, weil sie einschlafen oder Benzodiazepine. Das heißt, aversive Effekte begrenzen das am Ende schon. Man kann nicht unendlich mehr Drogen nehmen, aber die Präferenz steigt sukzessive mit der Einnahme weiter an. Was hier vielleicht noch ganz interessant ist, wenn Sie das einfach mitnehmen, dieses Potenzial, Dopamin auszuschütten, unterscheidet sich zwischen abhängigkeitserzeugenden Substanzen. Amphetamine, Kokain machen das sehr stark.
Alkohol, Cannabinoide machen das weniger stark. Das entspricht ja auch unserer klinischen Erfahrung. Von Amphetamin, Kokain kann man sehr schnell abhängig werden. Da reichen manchmal ein Dutzend Konsumerfahrungen aus, um eine hohe Präferenz und um eine hohe Bereitschaft zu erzeugen, dafür auch negative Konsequenzen einzugehen. Bei Alkohol und Cannabis wissen wir, dass meistens mehrere Jahre der Konsumerfahrung vorhergehen, damit diese Präferenz, die sich immer nur minimal weiter aufbaut, in einen Bereich hineinkommt, wo man bereit ist, negative Konsequenzen mitzunehmen. Also das ist ein Unterschied. Nichtsdestotrotz sind das alles Substanzen, die in der Lage sind, eine Abhängigkeit auszulösen und dazu führen, dass die Erwartung, das ist implizit, also unbewusst, ne, die Erwartung an den Stimulus, die Erwartung an das Schild der Kneipe, die Erwartung an die Leute, mit denen man schon zusammen getrunken hat, die steigt sukzessive immer weiter an und führt immer mehr zu einer Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf diese Hinweisreize, weil sie immer weiter aufgewertet werden. Wir können das nicht nur mit diesem Dot-Probe Attentional Bias Task untersuchen, sondern wir können ja inzwischen auch funktionell Hirnaktivitäten untersuchen, funktionelle Kernspintomographie. Sie kennen alle diese schönen Bilder vom Hirn, die man in der Röhre machen kann. Wir können aber das auch mit Aufgaben verbinden. Also wir können Menschen, die im MR-Scanner liegen, verschiedene Aufgaben geben und können gucken, wie verändert sich der Blutfluss im Gehirn. Da kommen wir wieder zu diesen regionalen Aspekten im Gehirn. Also wenn ich eine bestimmte Aufgabe lösen muss, eine Rechenaufgabe, wo ist mehr Blutoxygenierung im Gehirn? Also wo fließt Blut hin? Und wenn ich andere Aufgaben machen muss, die mit emotionalen Funktionen zu tun haben, wenn ich schreckhafte Bilder sehe, dann sehe ich auch, dass eher die Blutoxygenierung in anderen Hirnbereichen erfolgt. Das lässt natürlich Aussagen zu. Und natürlich können wir das auch mit Abhängigkeitserkrankungen machen. Wir können hier in dem Fall wieder alkoholabhängige Menschen. Alkoholabhängige sind konditionierte Trinker, vereinfacht gesagt. Also ein Alkoholabhängiger hat tausendmal, wenn er ein Glas Bier gesehen hat, das auch konsumiert. Das heißt, das Glas Bier ist ein Hinweisreiz auf den Konsum. Ein Alkoholiker hat er auch tausendmal an bestimmten Orten in einer Kneipenatmosphäre oder bei sich zu Hause an seinem Tisch oder beim Einkaufen an dem Spirituosenregal Hinweisreize gesehen, die kurz danach mit dem Alkoholkonsum assoziiert wurden. Also er ist konditioniert auf all diese Hinweisreize. Und das können wir in diesem Scanner untersuchen. Wir zeigen ihm auch wieder verschiedene Varianten von alkoholassoziierten Hinweisreizen, kontrastieren das mit neutralen Hinweisreizen, die erstmal nichts mit Alkohol zu tun haben, und schauen dann, was ist sozusagen die differenzielle Aktivität im Gehirn. Und da sehen wir, da gibt es Dutzende, Hunderte von Studien inzwischen schon zu, die immer ein spezifisches Netzwerk sehen. Zum einen die primäre Reizverarbeitung, das hat damit zu tun, dass das immer visuelle Hinweisreize sind, aber dann besonders ein Netzwerk mesolimbisch, mesofrontal hier oben, was immer wieder aktiviert ist. Und diese Aktivität ist dann tatsächlich auch mit suchtassoziierten Funktionsbeeinträchtigungen oder Verhalten assoziiert, nämlich zum Beispiel mit Suchtdruck, mit Zeit bis zum ersten Rückfall oder Konsummenge oder eben mit diesem Attentional Bias, mit der Aufmerksamkeitshinwendung, hier nochmal dargestellt, der kürzeren Reaktionszeit. Also je ausgeprägter die Aktivierung hier in dieser Region ist, desto schneller ist die Reaktionszeit zu diesen Hinweisreizen. Und diese Region ist jetzt tatsächlich die, die ich Ihnen vorhin auf diesem Zellbild gezeigt habe, mesolimbisches Belohnungssystem. Genau in dieser Region findet die Dopaminausschüttung statt. Also hier ist die Umschaltstelle von den Neuronen, die, so wie wir glauben, diese Markierungsfunktion übernimmt und in der auch Drogen wirken, indem sie immer wieder pharmakologisch hier eine Aktivierung erzwingen. Also wir scheinen tatsächlich hier so ein Bewertungssystem haben, was nicht wie bei Facebook mit Like oder Nicht-Like funktioniert, was aber pharmakologisch funktioniert, wo über Dopamin bestimmte Reize aufgewertet oder abgewertet werden. Sowas brauchen wir, um funktionsfähig in der Welt zu sein, um tatsächlich auch filtern zu können, was ist belohnungsassoziiert und was ist nicht. Also um unsere Nahrung zu finden, um unsere Partner zu finden, brauchen wir eine selektive Aufmerksamkeit. Aber dieses an sich sinnvolle System wird kurz geschaltet über bestimmte pharmakologische Substanzen.
Und das sind die pharmakologischen Substanzen, die wir inzwischen als Suchtmittel kennen. Was ich Ihnen also in der zeigen konnte, war, dass es so einen Teufelskreis gibt bei der Sucht. Je häufiger ich ein Suchtmittel konsumiere, umso größer steigt die Vorliebe für die Dinge, die mit dem Suchtmittelkonsum einhergehen. Das passiert nicht sofort, sondern das passiert immer mit jedem Konsum immer ein kleines bisschen mehr. Bei Alkohol, Cannabis dauert es länger, bei Opiaten und Kokain und Amphetaminen geht es schneller. Es passiert aber, dass mit dem Konsum die Präferenz steigt und mit der Präferenz steigt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Konsum, der dann wiederum die Präferenz steigert. Also man kommt sowas in den Teufelskreis rein, wenn man denn regelmäßig konsumiert. Und natürlich beschäftigt sich die Suchtforschung auch damit, wie kommt man in einen Konsum hinein. Da spielen vielfältige Faktoren eine Rolle. Ich zeige es Ihnen an der Stelle, damit es nicht durcheinander gerät oder damit man nicht denkt, das spielt keine Rolle. Es gibt eine Vulnerabilität, eine Abhängigkeit, also eine Anfälligkeit dafür, abhängig zu werden oder nicht. Das wissen wir aus zum Beispiel Studien mit eineiigen Zwillingen, die ja das gleiche Genom haben und oft in verschiedene Familien adoptiert worden sind, die man untersuchen kann. Wir wissen es mit Kindern aus Alkoholikerfamilien, die in Nicht-Alkoholikerfamilien und umgekehrt adoptiert worden sind und können das Risiko abschätzen, das über die genetische Matrix assoziiert ist. Und die Studien, die das sehr umfangreich untersuchen, können am besten für den männlichen Teil der Bevölkerung sagen, das genetische Risiko für eine Alkoholabhängigkeit, das ist am besten untersucht, weil die Prävalenz in der Gesellschaft am größten ist, da gibt es die meisten Daten, liegt so zwischen 50% und 60% ungefähr. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was für ein Risiko wird denn da vererbt? Also klar ist, die anderen 50% müssen mit der Umweltinteraktion zu tun haben. Und da habe ich Ihnen auch schon dargestellt, das sind nicht Prozesse, die parallel laufen, sondern die Umwelt wirkt sich aus auf das, was aus dem Genom herausgelesen wird, wie die Konstitution des Gehirns auch ist. Also das läuft nicht parallel. Aber was kann denn die Genetik in Bezug auf Sucht vermitteln? Gibt es Gene, die süchtig machen? Das würde evolutionär ja vielleicht auch erstmal gar nicht so viel Sinn machen, weil es ja ein gewisser Nachteil sein könnte. Hat man auch bis heute nicht gefunden. Man hat auch keine Gene gefunden, die sich mit den Vorurteilen von Charakterschwäche, süchtiger Persönlichkeit oder so etwas finden lassen. Zwei Sachen kann man inzwischen ganz gut definieren. Das eine ist Verträglichkeit von Substanzen. Die ist nämlich bei Menschen aufgrund ihrer biochemischen Ausstattung relativ unterschiedlich. Es gibt gute Untersuchungen mit Jugendlichen, die noch keine Gewöhnung an Alkohol haben, noch keine Konsumerfahrung haben. Wie vertragen die denn am Anfang Alkohol? Und da unterscheiden sich Jugendliche aufgrund ihrer Konstitution schon sehr unterschiedlich. Manche kriegen relativ schnell Übelkeit, Schwindel, fehlende Koordination. Andere haben eine körperliche Ausstattung, das mag erstmal gut erscheinen, die dazu führt, dass sie mehr Alkohol vertragen. Jetzt ist es aber so, dass Jugendliche, die mehr Alkohol vertragen, auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, mehr Alkohol zu trinken. Und wenn man mehr Alkohol trinkt, hat man auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, so viel zu trinken, dass man irgendwann in diesen Teufelskreis reinkommt, der dann einen gewissen Automatismus darstellt. Das heißt, wir haben da kein Gen, was einen süchtig macht. Wir haben aber Gene, die die Verträglichkeit von Suchtmitteln modulieren. Und die Verträglichkeit modelliert dann das Risiko, viel zu trinken, wenig zu trinken und am Ende abhängig zu werden. Das ist das eine. Das zweite ist so etwas wie eine gewisse Neugier, Risikoverhalten und wenig Ängstlichkeit. Das ist ein Trait, sagt man, also eine Persönlichkeitseigenschaft, die relativ gut genetisch determiniert ist. Und jeder, der von Ihnen Kinder kennt oder vielleicht auch mehrere Kinder erzogen hat, weiß, dass das was ist, was man oft nicht auf die Erziehung zurückführen kann. Die Risikobereitschaft, die jemand mitbringt, oder die Ängstlichkeit, die jemand mitbringt. Und offensichtlich ist es so, dass auch eine höhere Risikobereitschaft manchmal assoziiert mit ein bisschen mehr Impulsivität, weniger Ängstlichkeit auch dazu führt, dass das Risiko später für eine Abhängigkeit höher ist. Das führt natürlich auch nicht in die Abhängigkeit. Das erhöht nur die Bereitschaft für ein Probierverhalten. Gerade in einer Gesellschaft, wo viele Drogen illegal sind, braucht es ja eine gewisse Risikobereitschaft, das auszuprobieren.
Und natürlich ist, wenn man es erstmal ausprobiert hat und vielleicht auch negative Konsequenzen weniger scheut als ein ängstlicher Mensch, damit auch ein Risiko modelliert, mehr zu konsumieren und abhängig zu werden. Also kurz und gut, es gibt keine Suchtgene. Es gibt keine Gene, wo man generell sagen kann, die sind gut oder die sind schlecht. Auch die Gene, die den Alkoholkonsum verbessern, haben sich evolutionär entwickelt, waren auch in bestimmten Phasen der Entwicklung sinnvoll, weil Alkohol ja Kalorien enthält. Also die sind nicht gut oder schlecht, die sind nur unterschiedlich verteilt. Aber je nach Umgebungsbedingungen können sie dazu führen, dass man am Ende mehr konsumiert und der Mehrkonsum in eine Abhängigkeit hineinführt. Das ist ein Faktor, der eine Rolle spielt. Verfügbarkeit spielt eine große Rolle. Wir wissen, je verfügbarer Substanzen in der Umgebung sind, umso mehr werden sie konsumiert. Und je mehr sie konsumiert werden, umso mehr Menschen landen im Hochkonsum und am Ende in der Abhängigkeit. Das sehen wir beim Alkohol in Deutschland sehr gut. Die Verfügbarkeit ist ubiquitär. Es gibt keine Limitationen, was dazu führt, dass praktisch jeder Jugendliche mit Alkohol in Berührung kommt und seine Alkoholkonsumerfahrung macht. Im Bereich der Infektiologie würde man sagen, die Gesellschaft ist durchseucht mit Alkohol. Also jeder ist damit in Kontakt gekommen. Aber infizieren tut sich am Ende nur ein kleinerer Teil. Ne? Sodass wir bei den Männern am Ende 5% der erwachsenen Männer und bei den Frauen so ungefähr 2,5% der erwachsenen Frauen haben, die kleben bleiben am Alkohol. Ne? Beim Opiaten, auch heutzutage noch beim Cannabis, bei Amphetamin wissen wir das gar nicht, wie viele Menschen kleben bleiben würden, wenn alle konsumieren würden. Also es wäre tatsächlich ein gesellschaftliches Experiment, die Drogen so verfügbar zu machen wie den Alkohol, dann hätten wir auch für die eine totale Durchseuchung. Aber nach den Daten, die wir haben, wissen wir, mit der Verfügbarkeit steigt der Konsum und mit dem Konsum steigt natürlich auch das Risiko, viel und abhängig zu konsumieren. Also das ist ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Faktor. Und dann, auch wenn man gut verträgt und drankommt an die Droge, braucht es immer noch Gründe zu konsumieren. Habe ich erstmal, wenn ich Alkohol trinke, das Gefühl, das tut mir gut. Meine Hemmungen sind vielleicht ein bisschen weg. Bei meinen Freunden komme ich besser an. Oder ich merke meine Langeweile nicht so sehr. Negative Konsequenzen. Nicht? Kriege ich Druck von meinen Eltern? Kriege ich schlechte Noten in der Schule? Also Faktoren, die einen subjektiv erstmal motivieren, was zu trinken, was zu rauchen, was zu konsumieren. Und da kann man natürlich auch in der Entwicklung sehr viel modellieren. Also Jugendliche, bei denen es nicht darauf ankommt, ob sie betrunken sind oder nicht und wo es in der Klasse oder zu Hause gar nicht auffällt, ob sie getrunken haben oder nicht, haben weniger Gründe, nicht zu trinken als Jugendliche, wo es auffällt und wo sie selber merken, ich kann meinen eigenen Interessen oder meinen eigenen Bedürfnissen nicht mehr folgen. Das sind Faktoren. Was an der Abbildung aber noch wichtig ist, wenn man über den hohen Konsum, wenn die Präferenz so weit gestiegen ist, dass man in der Abhängigkeit drin ist, dann ändern oft eine Veränderung dieser Faktoren gar nicht mehr viel. Dann ist es ein selbstaufrechterhaltender Prozess. Also wenn jemand mal angefangen hat zu trinken, weil er einsam war hat eine Abhängigkeit entwickelt, dann dürfen Sie nicht davon ausgehen, wenn er nicht mehr einsam ist, wird er nicht mehr trinken, sondern das ist ein selbstaufrechterhaltender Prozess geworden. Nichtsdestotrotz muss man was gegen die Einsamkeit tun, weil es eine aufrechterhaltende Bedingung ist. Also die treibt das Rad immer noch weiter an, aber sie werden es nicht ändern können. Wenn jemand in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, wo alle um ihn herum Alkohol trinken und jeder es gut findet, wird er trotzdem weiter trinken, wenn er in eine Gesellschaft hineinkommt, wo andere Leute das nicht gut finden. Und das ist ja das, was der normale Alkoholabhängige irgendwann auch erlebt. Das heißt, das wird es nicht beenden, man muss es aber trotzdem berücksichtigen. Das heißt, dieser Teufelskreis schränkt einen tatsächlich sehr ein in den Freiheitsgraden, die man am Ende noch hat. Und ich möchte in dieses Bild, weil das vielleicht hängen bleibt, zeigen, dieses mesolimbische Belohnungssystem, das ist was stammesgeschichtlich ganz Altes. Also das haben nicht nur Säugerhirne, sondern das haben auch Prävertebraten. Und wenn man die Funktionsfähigkeit entstanden hat, dass es darum geht, den Erfolg eines Verhaltens zu bewerten, um daran sein zukünftiges Verhalten auszurichten, ist klar, dass das Organismen, die auf Umweltbedingungen reagieren wollen, so ein System brauchen. Deswegen funktioniert das gut in Tiermodellen. Man kann das sogar an Eintagsfliegen, an Drosophilas untersuchen, da funktioniert es auch.
Häufig wird es aber auch in Experimenten mit Säugern, in dem Fall mit Ratten, untersucht. Und das ist zum Beispiel eine Box, wo man Platzpräferenz untersuchen kann. Also stellen Sie sich vor, das ist die Welt einer Ratte. Die kann man auch noch beliebig größer machen. Die kann sich innerhalb ihrer Welt frei bewegen, weil hier keine geschlossenen Türen sind. Und die wird sich auch hier frei bewegen. Auch wenn es 100 Räume wäre, würde sie auch alle Räume mal explorieren und sich mit entsprechender Wahrscheinlichkeit in allen Räumen gleich häufig aufhalten. Wenn Sie jetzt aber anfangen, in einem dieser Kompartimente, zum Beispiel im bestreiften Zimmer, immer mal wieder Kokain zu platzieren, wird es das Kokain konsumieren. Das Kokain macht bei uns, wie bei uns, auch eine Platzpräferenz. Das heißt, dieser Stimulus, der erstmal neutral war, die gestreifte Tapete, wird ein belohnungsankündigender Hinweisreiz und wird relevant in der Wahrnehmung. Vorher hat das die Ratte vielleicht gar nicht wahrgenommen. Und das heißt, die Ratte wird sich mit immer höherer Wahrscheinlichkeit in diesem Kompartiment aufhalten. Und wenn sie das lang genug gelernt hat, dass hier immer wieder, und zwar nur in diesem Kompartiment, Kokain appliziert wird, dann wird sie sich am Ende nur noch in diesem Kompartiment aufhören. Das heißt, sie wird den Rest ihrer Welt gar nicht mehr explorieren. Das heißt, sie ist eigentlich gefangen in ihrer Welt. Das ist der gleiche Effekt, als wenn Sie hier die Türen schließen. Und das finde ich ein ganz schönes Beispiel, dass Suchterkrankungen auch etwas sind, was in Gefangenheit mündet, nämlich nicht in einer, in dem die Handlungsfreiheit eingeschränkt ist, sondern die Willensfreiheit ist eingeschränkt, weil die subjektive Welt sich immer mehr auf das beschränkt, was mit dem Suchtmittelkonsum assoziiert ist. Und in einer ähnlichen Situation scheinen unsere Suchtpatienten manchmal zu sein, aber eben auch nicht so wie die Ratte. Die Ratte ist dem ausgeliefert und da können wir jetzt den Vortrag beenden und können sagen, beim Menschen ist es ebenso. Wäre traurig, ist aber zum Glück nicht so, weil der Mensch dann evolutionär ein paar Schritte weiter noch gegangen ist, hat sein Riechhirn eingebüßt, aber dafür ein Frontalhirn gewonnen, was dazu führt, dass wir in der Praxis ja Menschen sehen, die eine hohe Präferenz für Suchtmittel haben, aber trotzdem zu uns in die Klinik kommen und sage, ich kann das nicht mehr weitermachen mit den Opiaten oder mit den Beruhigungsmitteln oder mit dem Rauchen oder dem Nikotin. Ich muss davon runterkommen. Das heißt, sie haben die Präferenz, aber kommen an einen Punkt, wo sie eine Veränderung wollen. Häufig ist das ein Punkt, der relativ massiv ist. Führerscheinverlust, Familie, die Abmahnung im Unternehmen. Das sind häufig Ereignisse, die offensichtlich dann was bewirken im Gehirn des Menschen, aus ihrem automatisierten Alltag, der bis dato noch mehr oder weniger funktioniert hat, sehen, es geht so nicht mehr weiter. Ich muss, obwohl ich eigentlich noch will, trinken will, muss ich was dagegen tun. Und das ist ja ein ganz spannender Prozess, weil das ein Ansatzpunkt für die weiteren Therapien ist. Also wie schaffen es Patienten, dieser initialen Präferenz zu widerstehen, was die Ratte nur schwerlich kann? Welche Faktoren befähigen uns tatsächlich, diesen Präferenzen zu widerstehen? Und um zu dem Rat des Ixion wiederzukommen, Arthur Schopenhauer hat das schön formuliert, wenn wir das nämlich hinkriegen, dann sind wir für jeden Augenblick des schnöden Willendrangs entledigt. Wir feiern den Sabbat der Zuchthausarbeit des Wollens. Das Rad des Ixion steht still. Also wir können uns von dem Drängen, von dem immer wieder was haben wollen, von diesen Bedürfnissen, die ununterbrochen unser Handeln antreiben, können wir uns offensichtlich in bestimmten Momenten und bestimmten Phasen freimachen. Schopenhauer schwebt Meditation vor oder ein wollensfreier Kunstgenuss, der einen in so ein frei flottierendes Spektrum bringen kann, wo das Wollen mal für einen Moment ausgeschaltet ist und wo man seine eigentliche Existenz ungetrieben von Bedürfnissen tatsächlich auch mal wahrnehmen und gegebenenfalls auch genießen kann. Und Menschen scheinen so etwas hinzukriegen. Und die Frage ist, ich habe es auch schon kurz angedeutet, warum können sie das? Wir haben das untersucht, wieder in so einem schönen MR-Scanner, wo wir wieder Patienten Alkoholbilder gezeigt haben. Nicht? Also die konditionierten Hinweisreize. Das Einzige, was wir diesmal anders gemacht haben, ist, wir konnten denen direkten Feedback dazu geben, wie aktiv ihr Belohnungssystem im Moment ist. Biofeedback kennen Sie vielleicht, in dem Fall nennt man das Neurofeedback. Das heißt, Sie liegen im Scanner, sehen ein Alkoholbild und sehen direkt auf so einer Art Thermometer die Anzeige, das Belohnungssystem ist mehr oder weniger aus, es glimmt, es glüht, nicht? Also wie stark ist es in dem Moment angesprungen? Und dann kriegen Sie die Aufgabe, versuchen mal das runter zu regulieren.
Wir wissen nicht, wie das funktioniert, wir haben ja keinen Schalter dafür, aber probier es einfach mal aus. Wir wissen vom Biofeedback, das funktioniert super. Wenn ich Ihnen den Pulsschlag rückmelde und sage Ihnen, probieren Sie mal aus, den Puls runter zu regulieren, können Sie das innerhalb von 10 Minuten. Kriegen Sie das hin. Bei Blutdruck funktioniert es auch. Deswegen natürlich eine naheliegende Vorstellung, sollte das im Gehirn nicht auch möglich sein. Und tatsächlich ist es möglich. Die Patienten konnten innerhalb von 3 Sitzungen relativ gut die Funktionsfähigkeit, also die Aktivierung ihres Belohnungssystems herunterregulieren. Das heißt, sie sind der Stimulation nicht willenlos ausgeliefert, sie können gegenregulieren. Und interessant ist, eine Region, die da eine große Rolle spielt, ist der präfrontale Kortex. Der Bereich, der bei Herrn Gage mit der Eisenstange zum Teil aus dem Hirn gesprengt worden ist, der nämlich, wie wir heute wissen, für Verhaltenskontrolle ganz wesentlich zuständig ist. Also eine übergeordnete Instanz, die automatisierte und normalerweise nicht in Frage gestellte Handlungsabläufe in Frage stellen und unter Kontrolle bringen kann, wenn eine Motivation oder eine Konzentration oder ein aktiver Versuch gemacht wird. Also je ausgeprägter die frontale Aktivierung war, desto stärker war die Reizreaktivität gemindert. Also nur eins von mehreren Beispielen, die man dafür nennen kann. Wir wissen das mit dem Frontalhirn natürlich schon viel länger. Also die Ratten haben sowas nicht. Wir haben ein Frontalhirn, können das einschalten. Also wir rennen nicht 10-mal gegen die gleiche Wand, sondern wenn wir merken, die Wand stand vorher noch nicht da und ich bin jetzt 3-mal gegengelaufen, werden wir wach, achtsam, bewusst und suchen einen neuen Weg. Und so ähnlich ist das auch bei Alkoholabhängigen. Wenn sie gegen eine Wand rennen und irgendwas funktioniert nun gar nicht mehr, dann entsteht sowas wie ein Moment der Bewusstheit, der, solange er vorhanden ist, das Verhalten unter Kontrolle bringen kann. Jetzt haben wir häufig das Problem, dass dieser Moment der Bewusstheit nicht ewig anhält, sondern vielleicht zu einer Verhaltensänderung führt, zum Beispiel zum Gang in die Klinik, aber dann relativ schnell vergessen wird. Das muss im ersten Schritt vielleicht nicht das Allerschlimmste sein, weil in der Klinik zum Beispiel wird er ja behandelt. Wir behandeln ihn, indem er einen Entzug macht, befähigt wird, einige Tage, einige Wochen, die meisten bleiben bei uns 3 Wochen, wenn sie ein Alkoholproblem haben in der Klinik, bei Benzos 6 Wochen, bei Cannabis ist es offen zwischen 2 und 6, 8 Wochen, bei Opiaten häufig deutlich länger, bleiben sie in der Klinik und sind in der Zeit ja abstinent, werden aber häufig dann auch mit ihren Hinweisreizen konfrontiert, den emotionalen Zuständen, in denen sie sonst konsumiert haben, anderen Leuten, mit denen sie konsumiert haben, bei Tabak und Alkohol, der Werbung im Fernsehen, die läuft, oder der Werbung auf Plakaten. Das heißt, sie sind weiterhin damit konfrontiert. Und jetzt erinnern Sie sich das an das, was ich Ihnen zum Belohnungssystem erklärt habe. Die Belohnung wird angekündigt. Sie sehen, wollen Fußball gucken und da kommt natürlich die Bierwerbung vorher. Klassischer Hinweisreiz. Wenn das Frontalhirn nicht besonders aktiviert ist, gehen Sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zum Kühlschrank und holen sich dann auch was, weil Fußball gucken, Bier trinken gehört ja zusammen. Auch bei Nicht-Alkoholikern, also wird ja sehr früh schon erzeugt, diese Präferenz. Aber wenn Sie dann nicht trinken, war es ja eine falsche Belohnungsvorhersage. Das heißt, die Vorhersage wird beim nächsten Mal ein bisschen runterreguliert. Wenn Sie dann wieder nicht konsumieren in der Situation, wird die Belohnungsvorhersage wieder runterreguliert und so weiter. Das heißt, die Vorhersage allein durch die Abstinenz sinkt die Wahrscheinlichkeit, in so einer Situation wieder zu konsumieren, weil der Wert sozusagen dieses Hinweisreizes reduziert wird. Wir haben das nur ganz kurz in einem Experiment auch untersucht. Wir haben Expositionstraining gemacht, also unsere Patienten haben in der Abstinenz dann 9-mal ganz intensiv sich mit ihrem Lieblingsgetränk konfrontiert. Also die haben ihren Lieblingswein, ihr Lieblingsbier, ihr Lieblingsgetränk bekommen, haben das dann geöffnet, haben sich das eingeschenkt, haben sich das an die Nase gehalten, haben sich eine Situation vorgestellt, in der sie das sonst konsumieren, haben auch sowas wie Suchtdruck gemerkt in der Situation, haben aber nicht konsumiert. Und wenn man dann vorher und hinterher wieder so einen schönen Scan macht, dann sieht man, in einer Region geht die Reizreaktivität bei denen, die das Expositionstraining gemacht haben, im Vergleich zu denen, die es nicht gemacht haben, runter. Und das ist wieder genau die, von der ich Ihnen schon erzählt habe.
ventrales Striatum, Belohnungssystem, hier ist die Umschaltstelle von dem Dopamin. Das heißt, die Abstinenz, die Sie erstmal nur ohne weitere spezifische Therapie in der Klinik erreicht haben, führt zu einer gewissen Extinktion, also zu einer gewissen Entkopplung von den Hinweisreizen und der Reaktion und hat einen therapeutischen Effekt, was auch zu der Konsequenz führt, dass wir wissen, die beste Vorhersage für zukünftige Abstinenz ist die bereits stattgehabte Abstinenz. Also je länger man abstinent war, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man abstinent bleibt. Nichtsdestotrotz wissen Sie, man kann auch nach 20 Jahren bei einer Abhängigkeit auch noch rückfällig werden, weil, das muss ich auch kurz dazu sagen, Extinktion nicht in der deutschen Übersetzung richtig übersetzt ist mit Löschung, weil im Gehirn wird nie was gelöscht. Das ist ja ein dynamisches Netzwerksystem, wo sich nur Verknüpfungen und Intensitäten ändern, sondern es wird überlernt. Und wenn der Hinweisreiz nicht mehr mit Alkohol assoziiert ist, wird er überlernt. Aber die ehemalige Verknüpfung bleibt abrufbar. Das heißt, sobald Sie wieder in eine Umgebung kommen, wo die alte Verknüpfung funktioniert, brauchen Sie nicht wieder von vorne anfangen zu lernen, sondern Sie können es. Wie beim Fahrradfahren, wenn Sie 50 Jahre nicht Fahrrad gefahren sind, ist es am Anfang ein bisschen wackelig, aber Sie müssen es nicht von vorne lernen. Klavier lernen müssen Sie auch nie wieder von vorne lernen, egal wie lange Sie nicht gespielt haben. Sie können die alten Koordinations- und anderen Funktionen wieder abrufen. Also Sie, und das ist auch bei Abhängigkeitserkrankungen so. Die Assoziationen wurden gelernt, die sind in der Lebensphase, in der Sie abstinent bleiben wollen, nicht mehr aktiv, sie funktionieren nicht. Aber sobald Sie in eine Lebenssituation kommen, in der es wieder funktioniert, weil Sie zum Beispiel beim Blick eines Glases Bier auch das Glas Bier trinken, funktioniert es wieder. Und jetzt zum Letzten. Das ist aber nicht das letzte Ziel der Therapie. Wir wollen ja, dass diese Achtsamkeit nicht nur in den 30 Minuten funktioniert, die es braucht, um in eine Klinik zu gehen oder einen Arzt oder einen Psychologen oder eine Suchtberatungsstelle oder eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen, sondern wir wollen ja, dass es länger dauert. Das heißt, wir schulen auch unsere Patienten darin, achtsam zu sein in Bezug auf ihre Handlungsplanung. Und das ist tatsächlich ein ganz wesentlicher und auch der schwierigste Teil in der Therapie, Patienten beizubringen, ihren Tag ganz bewusst zu gestalten, nicht irgendwo hinzugehen und zu gucken, was auf sie zukommt, sondern schon vorher zu planen. Wie verhalte ich mich in der Situation? Wen nehme ich mit? Wie verhalte ich mich, wenn jemand Alkohol dabei hat? Sogar im Gegenteil, schon sehr weit im Voraus zu erkennen, könnte das eine Situation sein, in der ich vielleicht konsumiere, wie ein Fahranfänger, der auch nicht dann erst bremst, wenn die Straße zu Ende ist oder einfach mal drauf losfährt, sondern sehr, sehr achtsam, sehr bewusst fährt. Und auch Suchtpatienten müssen lernen, sehr bewusst in den ersten Jahren durch ihr Leben zu gehen, um tatsächlich die Entscheidungen, die normalerweise im Alltag automatisch laufen, einer gewissen willentlichen Kontrolle zu unterwerfen. Karl Jaspers, der ja hier um die Ecke in der Plöck sehr lange gelebt hat und als Philosoph und Psychiater sich sehr viele Gedanken über Freiheit, Handlungsplanung und so weiter, auch existenzialistische Fragen gestellt hat, hat das sehr schön formuliert, dass Menschen in der Lage sind, in einer Willenshandlung Verantwortung für die eigene Entscheidung zu übernehmen. Also man muss nicht das machen, was man immer gemacht hat oder das tun, was andere auch gemacht haben, sondern man kann gegen den Strom und gegen die Gewohnheit kann man sein Menschsein eigentlich definieren, indem man eine autonome Entscheidung trifft und damit, auch ein schöner Begriff, seine Existenz herstellen. Also der Moment der Willenshandlung ist ein Moment der Existenzherstellung. Und das ist sicherlich was, was wir den Tieren oder anderen Lebewesen auf diesem Planeten voraus haben. Wichtig ist in der Therapie, dass das eben nicht nur in Grenzsituationen passiert, nicht nur dann, wenn Katastrophen auf uns einbrechen, das sind meistens die Situationen, in der wir alle achtsam werden, sondern auch im ganz normalen Alltag. Und das ist ein wesentlicher Teil der Suchttherapie, die wir vermitteln müssen, weil die Gefahr immer wieder besteht, in diesen Aufmerksamkeitswahrnehmungstunnel hineinzugeraten, das auch immer wieder reaktivierbar ist. Wir uns aber nicht darauf ausruhen dürfen, sondern in einzelnen Situationen unser Bewusstsein ändern können, um auch andere Handlungsalternativen wahrnehmen zu können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.